Ich über einen Film, den wir mit meiner Klasse gesehen haben. Dieses Film gehört zu dem Filmfestival Courmétrange und ich werde über den Film Strange Beasts sprechen. Der Film erscheint wie eine Werbung, um ein neues Spiel zu präsentieren. Strange Beasts ist ein Spiel mit einer virtuellen Realitätsebene, wo die Virtualität sehr erscheint dank virtuellen Kontaktlinsen. Die Hauptfigur heißt Victor Weber, er ist der Erfinder von Strange Beasts. Herr Weber ist ein junger Mann, der sein Produkt verkaufen will. Wir werden seinem Leben mit dem Kontaktlinsen durch den Film schauen. Ich denke, dass dieser Film die Gesellschaft von heute und morgen kritisiert und er auch die Isolierung der Jugendlichen durch Spielen andeutet. Aber wo ist die Grenze zwischen der Realität und der virtuellen Welt? Die Bilder sind sehr realistisch. Die Farbgebung ist natürlich, aber die digitalen Farben sind greller und erscheinen darum unwirklich. Am Anfang sind die Farben flächer und leichter als die Ende. Am Anfang erinnert er an eine Musikwerbung, aber wenn es keine Musik mehr gibt, entsteht eine unheimliche Atmosphäre. Am Anfang sind die Einstellungen sehr klassische und meistens die Kameras sind nah, halbtotale und amerikanisch mit einer Normalsicht. Aber oft gibt es auch subjektive Einstellungen. Es sind Szenen, wo man die virtuelle Welt durch Victor Webers Augen und seine Kontaktlinsen sehen kann. Eine lange Einstellung beendet der Film und weckt der Zweifel an der Realität beim Zuschauer. Der Film macht mich über heute und morgen überlegen und auch über das Problem des Fortschritts. Können wir den Fortschritt kontrollieren? Ist es wirklich günstig für unsere Gesellschaft? Es gibt schon Probleme heute. Jungen bleiben in Zimmer jeden Tag vor ihrem Computer und sind abgelegen. Es macht Angst. Der Film hat mir gefallen, weil es um ein aktuelles Thema geht. Und es auch bringt eine neue Sinn über den Fortschritt.